Willkommen zurück zu Let's Play The Eye of the Dragon. Diese gigantische Schlacht um Ferra geht immer noch weiter, denn anders als bis jetzt in allen anderen Bereichen haben wir hier eine richtige Übermacht, die uns Probleme bereiten will. Und mit Problemen meine ich hauptsächlich diese dämlichen Schamanentypen, die mich die ganze Zeit verlamsern. Ich glaube, diesen Zauber habe ich auch drauf. Dann sind es vielleicht nur Chromatik, ich habe keine Ahnung. Da schon wieder so einer. Und er versucht sich feige aus der Affäre zu ziehen, aber so nicht. Wofür hat ein Nekromant denn seine Magie, wenn ich für sowas... Und der läuft einfach aus dem Radius, aber der ist getroffen. Ja, jetzt kannst du rennen. Jetzt kannst du rennen. Und ein zweiter. Das gibt's doch nicht. Okay, wir müssen den Plan hier anscheinend ein bisschen ändern. Da es offensichtlich ist, da uns hier diese Mages mit Vorliebe auf den Sack gehen wollen, werde ich das jetzt ein wenig ändern. Dieses Mal nicht, mein Freund. Dieses Mal nicht. Fick dich unter den Slow Beam. Zusammen mit deinem Freund hier. Nehme ich es auch im Kauf, dass sie mich mit Pfeilen beschießen, während ich hier am Kämpfen bin. Jetzt habt ihr ein Problem. Wenn man Drachen erzielen könnte. Und das gilt auch für Zombies. Okay, offensichtlich muss ich die Taktik ändern. Es sind einfach viel zu viele Gegner, die von überall kommen und alles und jeden kurz und klein hauen. Oder erst langsam machen und dann kurz und klein hauen. Also werde ich jetzt hier erstmal rumfliegen, mir die Brutstätten schnappen. Ja. Die hatte ich ja schon mal alles weggeräumt. Ja, wie macht man jetzt gerade wieder eine Minikarte? Da muss es doch bestimmt hier etwas geben. Minikarte, da haben wir doch. Okay. Die kommen offensichtlich alle aus diesem hinteren Trakt. Jedenfalls kommt von da die meiste Bewegung. Ist da oben auch dieser Turm, von dem der gesprochen hat? Oder da unten ist einfach ein Dorf. Na gut, die wollen dreckig spielen. Sollen sie kriegen. Okay, was war das jetzt? So wollten sie es doch haben. Aha. Jetzt hat euer komischer Mädchen fatal einen Fehler gemacht. Aus diesem
Selten kommen die also raus. So. Zombies dürfte jetzt nichts stören. Und den da knopf ich mir vor. Und die feindlichen Zombie-Truppen werde ich auch abhalten. Aufladen, aufladen. Gott. Ups, falscher Knopf. Oh, mein Level up. Schon wieder. Die Level steigen und steigen. Ich werde immer mächtiger. Und aber auch die Gegner werden immer mächtiger. Okay, hier haben wir anscheinend alles ausgeräuchert. Meine Zombies haben das Dorf zerlegt, so wie ich es mag. Verdammt, ich habe aber, glaube ich, in dem einen Lager noch das Zelt übersehen. Oh nein. Komm hier, du Arschloch. Komm, 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 komm. Na los. Meine Fresse. Kann doch nicht wahr sein. Warum heilt der mich eigentlich jetzt gerade in Zeitlupe? Will er mich verarschen? Aber ich bin ja geslowbeamt worden. Und den da werde ich jetzt erstmal wegsnappen. Komm hier, komm hier. Hab ich doch gewusst. Kommt da viel dann, ja. Oh, alle Brutstätten waren das. Gut, dann geht's jetzt daran, den finalen Schlag auszuführen. Von dem und noch ein paar von dem. Das kommt jetzt hier in die Holztür. So. Jetzt geht's denn mal in den Kragen, und zwar ordentlich. Jetzt habt ihr nämlich keine verfluchten Rohstoffe mehr. Der geht einfach einen Schritt nach vorne. Zwischendurch scheint die gegnerische KI echt mitzudenken. Hier dürfte es jetzt geräumt sein, aber hier vorne nicht. Ein Zombie. Verdampft. Einfach so boff weg. Dann halten wir mal die restlichen Biester davon ab, zu Ferra City zu gehen. Okay. Wir wollen noch vereinzelte Gegner.
Vielleicht was die Booster aus. Aber ich habe auch noch andere Möglichkeiten des Angriffs. Todes zu. Oh. Entschuldige, Bro. Und die Stadt wird nochmal vergrößert. Jetzt noch die letzten Gegner. Oh. Teppichmeister. Yeah. Oder auch nicht. Gletscherpfeil, den wir für dich entwickelt haben. Zerstöre den Turm mit seiner Hilfe. Der Zauber hat eine extrem lange Reichweite. So nimmst du selbst keinen Schaden. Viel Glück! Übrigens verbirgt der Turm ein mächtiges Artefakt. Bitte versuche, das Artefakt aus den Ruinen zu bergen und es zu unserem Altar zu bringen. Gletscherpfeil. Ist das jetzt so eine Art Sniper-Zauber oder was? Glorreich. Nun weiß ich aber trotzdem nicht, wo dieser Turm sein soll. Aber ich vermute mal, das ist dieses rote X. Was haben wir hier? Eile. Ja, super. Was nützt es mir denn, wenn meine Gegner schneller sind? Ja, dann mache ich das mal bei mir selber. Flugkraft erhöhen. Feuerkraft erhöhen. Jetzt habe ich noch einen Punkt übrig, den kann ich nicht verwenden. Also erstmal so. Gletscherpfeil. Den nehmen wir mal und tauschen den aus mit dem Heilzauber. Letzten Endes ist der Quest notwendig. Oh, jetzt habe ich schon zwei solche Teppichflieger. Muss noch ein Gegner sein. Aha. Und das ist wohl auch noch einer von der ganz hartnäckigen Sorte hier. Oder auch nicht. Na gut, dann gucken wir mal wegen dem Turm, ne? Ich wollte gerade sagen, da kann ich ja gar nicht hin, das ist ja die Levelbegrenzung. Oh, der Turm. Der Turm. Gletscherpfeil. Dann testen wir mal unser neuestes Werk aus. Und er fliegt und fliegt. Und fliegt und fliegt und fliegt. Okay. Das. Aha. Na, ganz super. Und das ist jetzt so eine Art Todesturm oder wie? Ein Monolith des Bösen. Des Bösen, der ein wenig mehr aushält als erhofft. Und da hinten wird scharf geschossen. Feuer frei. Es fliegt, fliegt, und fliegt. Okay.
noch ein Pfeil. Aber immerhin schon mal praktisch, dass ich so diesen Angriff überhaupt habe. Ich vermute mal, damit lassen sich gut Brutstätten aus weiter Entfernung zerlegen. Ach ja. Da fliegt er. Lahmarschig. Aber zielgenau. Ein Pfeil noch. Zumindest hoffe ich dann noch einen Pfeil. Und der Monolith des Bösen ist gefallen. Und schnappen wir uns direkt das, was er verloren hat. Ich besitze das Element aller Existenzen oder so. Hier oben. Leute. Oder dann eben da rein. Oh. Das ist jetzt das, was es tun sollte. Diese nervte kleine Drachen schon wieder. Jetzt aber. Teppichmeister, klär mich auf. Mit Hilfe des Artefaktes haben wir einen neuen Zauber für dich entwickelt. Er heißt sofortige Heimkehr. Und dann wäre da noch etwas. Diese Aufgabe mag dir etwas sonderbar vorkommen. Der König erklärte kürzlich, dass wir das Vordringen der Monster bisher falsch verstanden hätten. Ein friedliches Miteinander sei durchaus möglich und würde anderswo bereits erfolgreich gelebt. Nun, wir wissen nicht, was wir davon halten sollen, um ganz ehrlich zu sein. General Dangor möchte sich höchstpersönlich um diese Angelegenheit kümmern. Dafür benötigt ihr aber ein spezielles Reittier, um durch die feindlichen Linien zu brechen. Einen Grommelop. Es gibt wilde Grommelops in Rockwood. Bitte begib dich dorthin und fange einen. Wir müssen ihn dann noch zähmen. Dafür benötigen wir eine gut ausgebaute Stadt in Rockwood. Einen wirklich bescheuerteren Namen für diese Viecher konnten die ernsthaft nicht finden. Holy shit. Das war's für den Part und bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.